sind. Ist rein optional, aber wenn sie es nicht machen, starten sie die Mission nicht. Was, for King and Country? Hm, das sagt aber in der deutschen Version was anderes. Hier wird wieder einmal... Komm schon. Ja. Ja. Also. Scheiß Laptop hier. Kack Linus, ey. Ständig. Ah! Was? Was ist. Was ist? Hä? Das lag voll. Hä? Ah, jetzt hab ich's kapiert. Scheiße. Ich hab's kapiert. Lauf! Lauf! Hä? Hä? Was geht hier denn jetzt ab? Was passiert, wenn ich da reingehe? Ah, okay. Okay. Was zur Hölle war das jetzt? Für den Fall, dass man das nicht tut, die Fässer, oder haben die noch irgendeinen Zweck? Ich meine, außer das Explodieren jetzt. Ja! Yeah. Ich vernichte sie lieber mal. Ich sehe mich schon selbst darin sterben. Das möchte ich mir möglich unterbinden. Ach ja, die guten alten Fässer aus Alarmstufe. Rot. Was würde man nur ohne sie tun? Das ist was, was im ersten Teil fehlt. Fässer! So, jetzt laufen wir mal ein Stückchen näher hin. Ihr unten seid ruhig. Gut, nicht, dass die mir den Rücken fallen. Kommt noch, keine Sorge. Ja, ja. King and Country. So. Der Hund ist tot. Der Schweinehund ist endlich tot. Feiern wie ein Fest. Speichern wir mal. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Kommt ihr auch hergelaufen? Nein, aber der Hund. Ach, schön. Gut, jetzt laufen wir mit dem Spion weiter. Mal schauen, was der macht. Ja, also ich laufe, ne? Und dann habe ich noch zwei so Stücke, damit mache ich Northern Walking, ne? Da muss ich doch auch irgendwie dann gleich nachher dann irgendwie rankommen, ne? Zivilien. Zivilien. Sag ja, hab alle denselben Namen. Kann ich da einsteigen? Verdammt, das ist ein Mammutpanzer, die Dinger sind riesengroß. Und da steht einfach mal in einer Fabrik rum. Wo auch eine Waffenfabrik steht. In der Fabrik. Warum nicht? Weil da kann ich ja nicht. Da bringt, oder? Ah nee, da kann ich. Das bringt nichts, wenn ich da runter gehe. Oder? Bringt mir das was? Verdammt, antwortet mir! Was? Zur Hölle? War das? Wer bist du? So ganz spontan muss ich sagen, ich drück mal Q. Ist das vielleicht nicht die beste Idee, da runter zu gehen? Gut, wir gehen da drüben weiter und gehen mal an das Schaltpult hier. Vielleicht passiert hier was Lustiges. Ach, ich mag diese Innenmission. Gut, die ist ja jetzt nicht so schwer, finde ich. Ach, leck mich. Ja, ich könnte natürlich auch die Infanterie da nachholen, aber... Nö. Spione sollen auch mal was machen, die faulen Schweine. Ja. Er installiert hier gerade lustig Zeug. Alles gut, das kommt wahrscheinlich von oben, mein Hund. Nicht am Mann. Kommt noch. Gleich. Dauert noch einen Moment. Der muss noch mal pissen und so, wisst ihr? Ja, hätte der Hund geschissen, wäre ich jetzt dein Vater. Haben wir ja nochmal Glück gehabt. Ach, halt die Fresse. Hangar Turtle powering up.
Ah, nett. Boah, wow, haben die eine Reichweite. Das ist ja pervers. Da oben die Triste nicht mehr. Triste auch nicht mehr. Ach, leck mich. Was ist denn da oben noch? Ein Hund wahrscheinlich, der mich gleich zerfetzt oder so. Nee, ein Wissenschaftler. Dr. Fred. Ja, ein Hund, der mich zerfetzt. Ich wusste es. Gut, wir gehen nicht weiter zu Dr. Fred. Aber wir könnten den Hund etwas herlocken. Geht das? Kommt der jetzt her? Noch ein Stück? Dummer Köter. Ein Vollidiot. Tötet ihn. So, ist sicher nochmal. Kann ich jetzt gefahrlos in die Tesla-Spuren laufen? Ja, natürlich! Was soll das denn für eine Gefahr geben, in eine Tesla-Spule zu laufen? Aha, ja. Aha. Tanja, du siehst aus, als bräuchtest du wieder. So, ihr seid Absurd 1, du bist 3, du bist 4 und ihr seid 2. Wir laufen einfach mal da runter und schauen, was passiert. Oh, sie töten uns nicht. Ich hab mich nicht mal gewundert, wenn sie es getan hätten. So, runter. Was sagt sie? Ich versteh's nicht so wirklich. Und ich hoffe mal, der Sound ist angemessen, also... Quid. Hallo. Jetzt ja. So, du läufst mal. Kann ich mit dir jetzt hier da unten retten, oder wie sieht das aus? Brauche ich die da unten überhaupt noch? Gute Frage. Die sollen da unten verschimmeln, weißt du das? Nur ich bin wichtig. Tanja ist arrogant und so. Selbstsüchtig, ne? Interessiert sie nicht für andere. Ach, ich mag ihren Lachen. Es ist so freundlich und optimistisch und so, ne? So, wo geht's denn hier raus? Bestimmt unten, weil der Pfeil nach oben zeigt. Oh, was ist da denn? Wir hatten kein Geld mehr, deswegen haben wir den billigen Boden. Was ist so toll daran? Ja. So. Tanja wollte auch mal was sagen. Ist ja alles so installiert, interessant. Hä? Was ist das denn? Enemy Vehicle. Leck mich, Jungs. Leck mich. Leckt mich. Echt mal. Leckt mich doch einfach am Arsch. Nee, nicht laden. Speichern, du Vollidiot. Klickst du dann wieder drauf? So, jetzt muss ich aufpassen mit den Kabeln hier überall. Das Kabel liegt gerade mitten durch den Weg. Und was ist das denn, Perverses? Töten wir sie mal alle. Gut, Tanja macht das schon. Sollst du nicht hinlaufen? So Scharfschützenpistolen. Ich hätte echt Scharfschützenpistolen. Toll. Voll einfach die Mission.
War echt total einfach. Oder muss ich die da irgendwie auch noch retten? Könnte gleich passieren. Ach, Ivo. Das machen wir locker vom Hocker hier. Mann. Da waren die Addon-Mission vom ersten Teil deutlich schwieriger. Das fliegt wahrscheinlich irgendwo anders aus in die Luft. Nö, nicht einmal. Moment. Ist das dahinter Ausgang? Guck mal, ist wahrscheinlich gleich Mammutpanzer oder so reingefahren. Hey, ich kann da weiterlaufen ins Nichts. Oh, jetzt nicht mehr. Das war ja einfach. Videos kennen wir schon. Ja, die Punktanzeige könnt ihr jetzt, glaube ich, gar nicht sehen, ne? Also. Glaube ich zumindest. Ich habe 2 Bildungs verloren. Warum? Oh, Hakenkreuze. Naja, nicht ganz, aber. Counter-Strike Missions. Ja, Salingas 3. Okay. Natürlich auf hart. Hart! Ja, die sowjetische Salin-Fabrik infiltriert. Bin ich nicht eben gerade wieder rausgegangen? Hä? Wie auch immer. Der Haupteingang wird aber von einer Mauer von Tesla-Spulen bewacht. Boah. Strom hier, ne? Wir können keine größere Steuerung einsetzen, solange die nicht ausgeschaltet sind. Infiltrieren Sie den Energiebereich im Osten und zerstören Sie die Kraftwerke. Danach wird die Verstärkung eintreffen. Errichten Sie einen Stützpunkt, zerstören Sie die Fabrikanlage. Da die chemische Versorgung ausgeschlossen ist, ist es unerlässlich, dass Sie alle Neutrinobugs intakt... Mhm. Ah, Moor. Okay. Erobern. Tolle Wurst! So, jetzt habe ich keine Ahnung, ob er das noch aufgenommen hat, aber ich habe eben meinen Frame-Counter gesehen. Und der sah gut aus. Ich spreche aber trotzdem mal kurz ab, weil es gerade unheimlich laggt. Boah, ist das pervers. Gefechtsführung beendet. So, scheinbar wird das alles angezeigt. Ja. Und ich nehme wieder auf. Jawohl, was bist du? APC. Achso. Ich glaube, ich weiß, was du bist. Du bist hier so, ne? Du bist jetzt 1, ihr seid 2 und du bist 3. Mhm. Was ist das denn für ein Schmab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 as? Boah, er biegt ab. Er biegt ab. Ich denke mir schon, ey, was geht denn jetzt kaputt ab hier, ne? Mammutpanzer. Levant aus Tesla-Spulen. Das sind 4 Stück! 4! So keine Wand! Levant, da müsste hier so. Die Karre ist. Mal wieder viel zu klein für meine Auflösung. Ja. Also es gibt das zum Beispiel auf Alternate, ne? So schöne Monitore. Mit Hunden, die schaffen so Auflösungen 2516 und 1440, ne? Also 16 zu 9 Format und alles schön. Also wenn mir da jemand einen schenken will, so billigste kostet glaube ich 700 Euro, so 25 Zoll, ne? Also, hätte ich mal nichts dagegen. Dann hätte ich die Map vielleicht sogar in einem Bild. Ja, das ganz reicht. Also wie gesagt, wenn mir das jemand schenken will, ne? Im Impressum meine Internetseite findet meine Adresse, ne? Schickt mir doch mal ein. Und wenn ihr das Let's Play erst in 2 Jahren oder so schaut, schickt mir trotzdem ein. Das soll ich da nicht aufhalten. So, jetzt erkunden wir erstmal hier alles. Denn wir haben ja kein Zeitlimit. Zumindest hoffe ich das nicht. Oh, ich habe immer Angst, dass der dann da rüber fährt. Und einfach mal alles platt macht, was ich an Einheiten. Was ist das denn jetzt? Eine sinnlose Scheiße. Wie soll ich mit denen ein paar Einheiten da reinkommen? Wo soll ich überhaupt meine Basis aufbauen? Da oben oder was? Oder da kommt da die Verstärkung und ich kann da meine Basis aufbauen? Keine Ahnung. Aber ich find's cool, dass ich so die ganze Map hab. Da muss ich nicht so viel scrollen.
Wobei ich glaube, auf 2516 oder 440, da sehe ich dann gar nichts mehr. Das ist ja alles so winzig, dass ich dann wahrscheinlich gar nichts mehr sehe. Also, ich habe es mir auch mal auf YouTube kurz angeschaut. Ich muss sagen, auf 480p erkennt mein Fenster im Vollbildmodus überhaupt nichts mehr. Mit der Auflösung, aber echt null. Es ist alles total, ja, nicht nur unscharf, sondern alles so winzig und ach, das ist ja gar nicht. Mein Laptop-Festplatte macht wieder komische Geräusche. Ja, es ist unglaublich spannend, wie ich das Zeug jetzt aufdecke, ne? Und feststelle, dass da so ein winziges Erzfeld ist. Als ich noch jung war, da haben die Erzfelder den ganzen Bildschirm eingenommen. Da hatte ich aber noch kein High-Res-Patch installiert. So, ich glaube, ich muss den Mammutpanzer da mal plätten. Der bleibt immer wegen stehen. Also im Erzfeld will ich ihn auf jeden Fall nicht plätten, weil da ist Erz! Und Erz ist gut. Okay, dahin will ich aber auch nicht. Die haben Flammenwerfer. Wo muss ich denn dann hin? Soll das, wie haben die sich das gedacht? Wie? Ich habe vor den Grafikfehler meine Einheiten da und aufgerufen. Ja, ich lasse den Scheiß. Also der Mammutpanzer muss weg. Ob ich den mit meinen Raketenwerfern platt bekomme? Rocket Soldier. Soldier. Han Soldier. Driften wir jetzt mal gar nicht vom Thema ab, ne? Also das Thema, das wir nie hatten, aber wir driften davon jetzt mal nicht ab, weil, nee. Wie soll ich da vorbeikommen? Das sind zwei Flammentürme. Ich habe jetzt nicht gerade die gigantische Panzerarmee und so. Magst du davon, dass die alliierten Panzer eh alles scheiße sind? Dieses Spielzeugmüll. Das ist so, wenn man es sagen würde, keine Ahnung. Da hast du einen Trabi, gewinn doch mal dieses Rennen. Habe ich vorher gespeichert? Ich glaube nicht, ne? Oh doch. Okay. Ich habe keine Ahnung, warum es so komisch schlecht tut. Aber irgendwie sagt mir das, dass das nicht so gut ist. Vor allem die Effizienz meiner Rocket Soldier, ja. Ich glaube, das haben die sich anders vorgestellt. Und ich kann hier leider keine Einheiten reinsetzen, die dann rausschießen können. Das kommt erst später. Ja, installiert Kernel 3.0. Oder soll ich da einfach mit rein? Haben die gerade irgendwas gemacht oder habe ich mir das nur eingebildet? Hast du eingebildet, Spaß, jetzt guck weg. Na komm, schieß mal hier. Oho, 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 oho. Nein, nein. Tötet sie alle. Oh Gott, der Mammutpanzer kommt gleich wieder. Ja, lauf zurück zu deinem Flammenturm. Ihr feigen Schweine. Boah, habe ich da eben richtig gesehen, dass ich 45 Frames hatte? 45 Frames. Ja, also der D-Draw Pretch. Der ist performancemäßig ja ziemlich weit unten angesiedelt. Jetzt weiß ich aber, warum der Mammutpanzer so lang braucht, bis er da einmal rumgefahren ist, damit ich Zeit habe, hier oben alles platt zu machen. Ist aber nett von ihm. Ah, weil schön langsam. Wohl nicht das Bild bewegen, dann kann der X264 Coder, ach leck mich am Arsch, Ding, ne? Platzsparend arbeiten! Wobei natürlich der Mammutpanzer alles versaut, weil er rumfährt. Bleibt doch mal stehen, na also. Und ihr hört auf mit euren Kack-Animationen. Macht doch das Video größer, verdammt! Und die Renderzeit wird länger! Ach. So weit oben an der Karte, ich kann sie nicht mehr auswählen. Ganz toll. Du kannst da jetzt hier rein, aber es bringt mir das nix.
Wenn überhaupt zu viel. Ja, der eine liegt das.